Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Bürgerdialogs. Heute mit unserem Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Peter Büstron, Hallo, guten und Abend. unserem sozialpolitischen Sprecher, René Springer. Hallo, guten Abend. Heute wird das Hauptthema natürlich sein, das Bevölkerungsschutzgesetz, das ja in aller Munde ist. René, willst du mal kurz erklären, worum es da geht? Ja, also das Bevölkerungsschutzgesetz, genau genommen das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, soll quasi das Infektionsschutzgesetz ändern. Das stand ja in der Vergangenheit schon häufiger im Fokus der Öffentlichkeit. Diesmal geht es aus meiner Sicht im Grunde darum, viele Entscheidungen, die man vorher über Ministerpräsidentenrunden gemeinsam mit der Kanzlerin beschlossen hat, die nachträglich zu legitimieren, also eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen. Im Grunde wird in diesem Gesetz festgeschrieben, was ohnehin schon leider Teil unseres Alltags ist, wie ich lese mal vor, Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum, Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen, Reisebeschränkungen, viele, viele Punkte, die aufgezählt werden in diesem Gesetzentwurf. Unter diesem inzwischen ja berühmten Paragraphen 28a, da wird also jetzt hier diese breite Ermächtigungsgrundlage geschaffen für massive Grundrechtseingriffe. Das heißt, das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung beispielsweise, aber auch die Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, all diese Rechte werden ja momentan eingeschränkt und sie können zukünftig eben aufgrund dieses Gesetzes eingeschränkt werden. Wir halten das für hochproblematisch, weil uns diese Grundrechtseinschränkungen zu weit gehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass man eine Corona-Infektionswelle heranzieht, die wissenschaftlich doch inzwischen stark umstritten ist. Also ob die Art und Weise, wie diese Corona-Infektion vonstatten geht, es rechtfertigt, Grundrechte so weit einzuschränken, wie wir es derzeit erleben. Also ich würde sagen, wir halten es nicht nur für problematisch, es ist in weiten Teilen verfassungswidrig. Und wir müssen auch ganz klar eins feststellen. Wir haben ein Grundgesetz, darunter sind Gesetze und darunter sind Verordnungen. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder erlebt, dass mit der untersten Stufe, mit den Verordnungen, grundgesetzlich garantierte Rechte ausgehebelt wurden. Und wir haben mittlerweile über 50 Gerichtsurteile, die diese einzelnen Verordnungen immer wieder gekippt haben, eben deswegen, weil sie rechtlich nicht zulässig sind. Und jetzt versucht die Regierungskoalition, das Ganze zu legalisieren und eine gesetzliche Form dem Ganzen zu geben. Und das ist im höchsten Maße beunruhigend. Ja, beunruhigend ist ja auch die Geschwindigkeit, mit der man das macht. Also es wird morgen um 11 Uhr im Gesundheitsausschuss beschlossen quasi, geht danach um 13 Uhr in den Bundestag, wo es dann von den Abgeordneten beschlossen wird. Und um 15 Uhr soll es dann schon im Bundesrat verabschiedet werden, also in einem krassen Tempo. Was macht das mit der Demokratie? Also ich bezeichne das inzwischen als Demontage der parlamentarischen Demokratie. Das fängt auch damit an, dass man üblicherweise bei komplexen Gesetzgebungsvorhaben Anhörungen hat, die vorgeschaltet sind, wo Experten eingeladen werden und sich zu einem Gesetzentwurf äußern und wo deren Kritik quasi dann in diesen parlamentarischen Prozess eingespeist wird und ein Gesetz verbessert. Nun hat letzte Woche Donnerstag eine Expertenanhörung dazu stattgefunden und man kann sich die Stellungnahmen im Internet anschauen. Man kann sich auch den ganzen Verlauf als Videostream nochmal anschauen. Da haben die Experten unisono kritisiert, dass sie nicht in der Lage waren, aufgrund der Kürze der Frist sich intensiv mit dem Gesetz zu beschäftigen, dass sie gerade mal in der Lage waren, das Herzstück letztlich zu betrachten, nämlich diesen Paragraphen 28a mit diesen massiven Grundrechtseingriffen. Wenn also schon Experten nicht in der Lage sind, aufgrund der knappen Fristsetzung sich mit dem Gesetzentwurf auseinanderzusetzen, dann ist das aus meiner Sicht schon hochproblematisch, weil die Expertenmeinung wichtig ist. Heute wichtiger denn je. Aber auch wir Abgeordnete sind nicht mehr in der Lage, aufgrund der Geschwindigkeit, mit der das Gesetz hier durchgepeitscht wird, Schritt zu halten. Ein einfaches Beispiel. Ich hatte am Montagmorgen als Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales eine sogenannte Mitberatung. Das heißt, auch wir beschäftigen uns mit diesem Gesetzentwurf aus der sozialpolitischen Perspektive. Wir hatten gerade mal 2 Minuten Redezeit in diesem Fachausschuss, wo man immer sagt, es ist ein Arbeitsparlament, die arbeiten hinter verschlossenen Türen, da wird groß diskutiert und verhandelt. Kann man vergessen, 2 Minuten Redezeit, wie schon erwähnt, da kann man die konstruktive Kritik gar nicht mehr unterbringen. Und kurz vor Beginn dieser Sitzung
sind zu dem Gesetzentwurf, ich glaube, 9 Änderungsanträge der Großen Koalition noch eingegangen. Das ist nicht leistbar. Hier wird im Prinzip das parlamentarische Verfahrensweise, wie sie geübte Praxis ist, völlig außer Kraft gesetzt. Und das kommt ja on top auf das, was grundsätzlich das gesellschaftliche Problem ist, dass diese Themen nicht mehr breit in der Gesellschaft debattiert werden, die Zivilgesellschaft nicht mehr eingebunden wird und jetzt werden im Grunde auch demokratisch legitimierte Abgeordnete aus diesem parlamentarischen Prozess herausgedrängt, weil sie eben nicht mehr mit können mit dieser Geschwindigkeit. Genau, das ist der Punkt. Die Regierung hat im Prinzip Angst, dass die Sachen diskutiert werden. Genau. Die wollen das um jeden Preis verhindern, dass diese Sachen öffentlich diskutiert werden, dass wir eine gesellschaftliche Debatte darüber führen. Sie wollen das auch verhindern, dass wir überhaupt eine ordentliche Debatte im Bundestag darüber führen. Man hat das nach vorne gelegt, damit das gleich nachher auch im Bundesrat passieren kann. Und dabei ist das eine Sache, die einen ja seit Jahren nie dagewesenen, ungeahnten Widerspruch, Protest in der Bevölkerung hervorgerufen hat. Wir haben mehrere Protestbewegungen, die jede Woche zigtausende Menschen auf die Straße bringen. Also das bewegt die ganze Gesellschaft. Und die Regierung versucht das hier so mal schnell, husch, 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 ja, durchzupeitschen. Das ist komplett unmöglich, was hier passiert. Dazu passt auch eine Frage von Ronny Klaus, der wissen will, wie die Chancen stehen, dass das Gesetz abgelehnt wird und wie es in den anderen Fraktionen oder in den Fraktionen der Altparteien zu diesem Gesetz aussieht, ob es da Abweichler geben würde. Dazu passt ein Artikel, den ich heute gelesen habe, auf reitschuster.de. Wir blenden das auch mal ein. Der hat mit Mitarbeitern gesprochen aus der Unionsfraktion, die sich dahingehend äußern, dass es gar nicht möglich sei, dass selbst die Abgeordneten der Union diese Gesetze überhaupt durchschauen oder das komplett erfassen können noch in der Kürze der Zeit. Und ein Zitat aus diesem Artikel ist, das sei doch nur ein Schauspiel, da wird nur noch pro forma das Prozedere eingehalten, die Abgeordneten nur noch pro forma zur Abstimmung gerufen. Faktisch wird der Bundestag nur noch gebraucht, um Demokratie zu spielen. Daran schließt sich die Frage eben an von Ronny Klaus, wie stehen denn die Chancen, dass es Abweichler gibt in der GroKo? Grundsätzlich ist das so, wenn die Regierungskoalition etwas durchbringen will, dann hat sie dafür auch die entsprechende Mehrheit. Das wäre der erste Teil der Antwort. Ja? Die Regierung hat immer die Mehrheit, sie kriegt das auch durch. Hier ist das aber ein spezieller Fall. Wir wissen das aus vielen Gesprächen, dass sehr viele CDU-Abgeordnete überhaupt kein gutes Gefühl dabei haben, dass sie das eigentlich, dass sie dem nicht zustimmen wollen würden und speziell bei uns in Bayern. Alle CSU-Abgeordnete sind direkt gewählt, das heißt, die sind nicht über die CSU-Liste reingewählt worden. Und die kriegen einen massiven Widerstand aus der Bevölkerung. Und hier ist jetzt, das ist eigentlich eine politologische Frage, der Widerspruch zwischen dem freien Mandat. Eigentlich müsste jeder Abgeordnete noch nach seinem Gewissen entscheiden. Die direkt gewählten Abgeordneten sind auch den Wählern im Wahlkreis verpflichtet. Das heißt, wenn sie viele Zuschriften, viele Anrufe kriegen aus dem Wahlkreis, die sagen, wir möchten das nicht, dann müssten sie eigentlich dagegen stimmen. Und jetzt kommt aber die Fraktionsdisziplin. Sie kriegen von oben gesagt, ja, ihr müsst dem zustimmen. Und das wird natürlich spannend sein, wie sie sich entscheiden. Für ihre Wähler, für ihr Gewissen oder für die Parteidisziplin. Wir haben deswegen als AfD namentliche Abstimmungen beantragt und wir wollen, dass jeder sieht, wie sein Abgeordneter abgestimmt. Dann eine Rückfrage, wenn die CSU-Mandatsträger direkt gewählt sind, warum machen die das Spiel mit? Also wenn die direkt gewählt sind, sie wissen, das wird in dem Wahlkreis nicht gut ankommen und sie müssen vielleicht fürchten, dass sie da Stimmen verlieren, warum machen sie es mit? Weil vor der Wahl parteiinterne Wahlen stattfinden und parteiintern wird entschieden, wer ist der Direktkandidat. Und da spielen sehr wohl die parteiinternen Prozesse eine sehr, sehr große Rolle. Also da wird niemand aufgestellt, der nicht auf Linie ist. Dann gab es ja auch bei unseren Abgeordneten in den letzten Wochen sehr viele Mails. Wie viele waren es bei euch? Also ich habe Stand Freitag 600 beantwortet. Es waren weitaus mehr. Also wir arbeiten da rund um die Uhr, weil wir auch schon den Anspruch haben, auch persönlich auf die E-Mails einzugehen, die uns zugeschickt werden. Und das
Überraschende für mich ist, dass im Gegensatz zu vergangenen E-Mail-Kampagnen, so nenne ich das mal, wenn zu einem Thema, Migrationspakt als Beispiel, massenweise E-Mails kommen, das war nie in der Größenordnung, wie ich es jetzt erlebe, aber das waren dann standardisierte E-Mails. Da hat halt einer einen Text vorgeschrieben und diesen Text habe ich dann von 20, 30 Leuten bekommen. Nun habe ich würde schätzen, inzwischen mehr als 1000 E-Mails und davon ist ein großer Teil individualisiert mit individueller Ansprache und individuellem Anliegen. Jeder interpretiert und sieht das Gesetz auch anders und hat andere Sorgen und Nöte, die damit einhergehen. Und das zeigt mir, dass es hier sich um ein gesellschaftliches Großthema handelt. Die Menschen wollen mit einbezogen werden in diesen parlamentarischen Prozess. Sie wollen einen transparenten Prozess erleben und sie wollen am Ende, dass ein Gesetzentwurf verhindert wird, der so massiv in die Grundfreiheiten eingreift. Na, vor allem, die Menschen wollen nicht übergangen werden. Schon wieder. Wir müssen ganz klar feststellen, schauen Sie mal, wie heißt das denn? Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ja? Alleine das zeigt doch, wie verlogen das ist. Wer wird hier geschützt? Uns wird seit 10 Monaten erzählt, wir leben in einer ganz furchtbaren Pandemie, nicht? Und dabei kennt niemand jemanden, der gestorben ist, kaum jemand ist krank. Wir haben immer nur Fälle von positiv Getesteten und die meisten von denen sagen, ja, ich bin zwar positiv getestet worden, aber ich hatte keine Symptome gespürt. Also sind über 75% der positiv Getesteten sagen, sie haben keine Symptome gehabt. Also hier wird ein Bedrohungsszenario kreiert für so tiefgreifende Einschnitte in unsere grundgesetzlich verbürgten Freiheiten, das überhaupt nicht standhält mit der Realität. Ja? Und ich finde das wirklich unmöglich, dass die Menschen, die sich für ihre Freiheit einsetzen, die demonstrieren gehen, dass sie als Corona-Leugner diffamiert werden. Das sind keine Corona-Leugner. Niemand leugnet, dass es diesen Virus gibt. Wir sagen, ja, natürlich gibt es den. Es gibt auch Erkrankte und es sterben auch Menschen in geringem Maße. Aber das alles rechtfertigt nicht diese massivsten Eingriffe in die Freiheiten. Das Ganze rechtfertigt auch nicht die massiven Eingriffe in die Wirtschaft. Hier werden komplette Wirtschaftszweige kaputt gemacht. Das kommt noch dazu. Richtig. Und beziehungsweise wir vielleicht, sollten vielleicht mehr auf die Fragen eingehen. Man kann das noch Ja. konkretisieren, aber vielleicht schließt die nächste Frage auch daran an. Ja, die geht nochmal einen Schritt zurück. Eine Frage von Heike Schmidt, ob der Bundesrat beim Bevölkerungsschutzgesetz noch zustimmen muss. Also welche Rolle spielt der Bundesrat? Das ist die Frage. Meines Erachtens ist das zustimmungspflichtig Ja. und wird dann, nachdem es beraten wurde im Bundestag, morgen Nachmittag wohl noch im Bundesrat verabschiedet. Die Ja. genaue Zeit ist mir nicht bekannt. Ich habe was von 16 Uhr gehört, aber Genau, 15 oder 15 16 Uhr, Uhr, genau. 15 Uhr. Also wie 15. gesagt, um 11 Uhr im Gesundheitsausschuss, um 13 Uhr im Bundestag, 15 Uhr im Bundesrat. Also in 4 Stunden, 12 Uhr im 12 Stunden ist Bundestag, komplett. oder? 12 13, Bundestag, 15 die Uhr Abstimmung ist um Bundesrat. 13 Uhr, ja. Also ja, Die die Abstimmung Abstimmung ist ist 13 um Uhr, stimmt. 13 Eine Uhr. Stunde Debatte. Das war Genau. jetzt mein Eine Fehler. Stunde Debatte, ja, daran sieht man ja schon. Nochmal kurz zur Versammlungsfreiheit nochmal zurück. Es Hm. ist ja morgen in Berlin eine große Demo angekündigt. Jetzt habe ich ebenso als letzte Nachricht, bevor wir uns hier vorbereitet haben, mitbekommen, dass der Bundestag das verboten hat, vor dem Reichstag zu demonstrieren. Schützt man sich hier oder warum ist es jetzt, warum zieht man eine Bannmeile um den Bundestag rum? Ja, also ich bin bei sehr, sehr vielen von diesen Demos da mit dabei gewesen und kann immer wieder beobachten, dass die Behörden erstens mit allen Tricks versuchen, die Anzahl der Teilnehmer so klein wie möglich zu halten, diese Veranstaltung im Prinzip zu verhindern. Ja? Es wird immer wieder kurz vor Veranstaltungsbeginn, also einen Tag, 2 Tage vorher, verkündet, ja, das ist eigentlich verboten und dann müssen die Veranstalter sich reinklagen. Also es werden von vornherein die Teilnehmer verunsichert, es werden immer massive Signale ausgesendet, geht nicht hin, das findet gar nicht statt. Wenn es stattfindet, dann sind die agiert auch die Polizei so, dass sie die Menschen nicht auf den Platz lässt, dass sie die Veranstaltung zu früh auseinandertreibt. Jetzt haben wir es sogar erlebt, dass sie die Gegendemonstranten reinlässt, ja, damit wieder Bilder entstehen, dass es da zu Gewalttätigkeiten gekommen ist. Und das wird alles auch medial transportiert, um ein Bild zu erzeugen, ja, da ist etwas Gefährliches dabei. Und das Sinnbild für dieses Framing
für diese völlig falsche Art der Berichterstattung war eben dieser sogenannte Sturm auf den Reichstag, ja, wo wir hier in Berlin im Prinzip hunderttausende Menschen hatten, die völlig friedlich demonstriert haben und dann wirklich eine Handvoll Leute dann auf die Stufen des Reichstags raufgelaufen sind. Ja. Daraus wurde ein Sturm auf den Reichstag kreiert. Ja. Und das wurde dann gesendet. Nicht, dass Hunderttausende demonstriert haben, schon gar nicht, wogegen sie demonstriert haben. Also wieder diese gesellschaftliche Debatte, sondern es wird dann nur dieser Teilaspekt hochgehoben, damit es eine komplett andere Diskussion gibt. Und damit spielt man jetzt und sagt, ja, das ist ja gefährlich, da könnte es zu Gewalttätigkeiten kommen und deswegen dürfen die gar nicht vor den Reichstag. Um da noch anzuknüpfen, das Absurde war auch bei diesem vermeintlichen Sturm auf den Reichstag, dass ja zwei Wochen zuvor die Gruppe Extinction Rebellion sich Zutritt zum Reichstag verschafft hat. Die standen tatsächlich drin, während der Bundestag tagte, rannten die durch die Gänge und verteilten da irgendwelche Flyer. Also die haben sich wirklich widerrechtlich Zutritt zum Reichstag verschafft. Aber die sind dann eben gehypt worden, denn sie stehen ja für das vermeintlich Gute. Und das ist eben ein großes gesellschaftliches Problem, diese pauschale Einteilung von letztlich Menschen, die sich für eine Sache einsetzen, in Gut und Böse. Und wer böse ist, den schließt man aus dem Diskurs aus, der darf nicht teilnehmen, der ist nicht ernst zu nehmen, der ist ein Corona-Leugner, der ist ein Rechtsradikaler, der ist ein Nazi, was es nicht alles für Totschlagargumente und Keulen gibt, um sich eben nicht mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Und das ist demokratiegefährdend. Was da aber auffällt, ist, dass dieselben Leute, die gegen rechts demonstrieren, gegen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, die gleichen Leute demonstrieren jetzt auch gegen Corona-Rebellen. Das ist das. Es wird im Moment in die ganze Woche schon in verschiedenen Städten demonstriert, die Antifa unter anderem jetzt gegen Corona-Leugner und Corona-Rebellen. Das ist schon bemerkenswert. Das ist das Schöne an diesen Demonstrationen. Erstens, dass man plötzlich in dem Lager der Kritiker der Corona-Maßnahmen, das sind durchaus Menschen, die noch vor ein paar Wochen bei Fridays for Future oder Wir sind mehr gegen rechts demonstriert haben. Und jetzt stehen die da stundenlang plötzlich Seite an Seite mit irgendwelchen anderen Menschen, unterhalten sich prima, mit denen sind sich einig. Dann merken sie am Ende der Veranstaltung, oh, die sind von der AfD, entsprechen gar nicht dem Bild, den ich vermittelt bekommen hatte in der Vergangenheit. Dann gehen sie nach Hause, machen den Fernseher an und bekommen gesagt, sie selbst sind jetzt auch Nazis. Ja. So, und in dem Moment fangen viele Menschen an zu verstehen, wie diese Diffamierung der zutiefst bürgerlichen Partei funktioniert hat, mehrere Jahre lang. Und jetzt kommt der zweite Aspekt dazu. Man sieht ja, wer die bezahlten Schergen des Systems sind. Das ist nämlich diese Antifa. Das sind Leute, wir sehen die Strukturen, gerade in München haben wir das sehr gut auseinandergebröselt. Das sind wirklich bezahlte Schergen des Systems. Die werden über die SPD in München, über Tarnvereine beschäftigt, finanziert über Jahre hinweg. Und ich kenne die mittlerweile persönlich von diesen vielen Demos und Gegendemos. Da sind immer wieder die gleichen, die das hauptamtlich machen. Und da drumherum finden die immer wieder ein paar Jugendliche, die das eine Zeit lang glauben, aber die dann wieder weg sind. Mhm. Ja? Und das zeigt sich hier auch bei diesen organisierten Gegenprotesten. Ja. Jetzt habe ich, wir bleiben beim Bevölkerungsschutzgesetz. Das ist ein sehr beliebtes Thema, sehr viele Fragen zu da. Das freut uns auch, also eure Fragen gerne unter den Beitrag in die Kommentare stellen. Rudolf Pecher will wissen, wenn jetzt das Gesetz verabschiedet wird, gibt es dann die Möglichkeit, dass man das durch eine Klage von dem Verfassungsgericht stoppt? Und eine andere Frage geht auch in die gleiche Richtung, was kann man machen, sollte dieses Gesetz verabschiedet werden? Seid ihr natürlich keine Rechtspolitiker, aber... Gut, die Frage ist trotzdem recht einfach zu beantworten. Es wird eine Klagewelle geben, wie wir sie jetzt schon erlebt haben. Du hast ja vorhin auch erwähnt, wie viele erfolgreiche Klagen vor Verwaltungsgerichten es jetzt schon gab gegen Verwaltungsentscheidungen, die eben die persönlichen Freiheiten eingeschränkt haben und Grundrechte eingeschränkt haben. Es wird eine Klagewelle geben derer, die betroffen sind, die ihren Laden dicht machen müssen, die ihr Restaurant schließen müssen, mit dem Hinweis darauf, so könne man das Infektionsgeschehen ja unterbinden. Nun fahre ich jeden Morgen mit der S-Bahn zur Arbeit und sitze da Seite an Seite mit anderen Leuten. Da sitzen 150 Leute in einem Wagen. Da fragt man sich, ist jetzt der Coronavirus in der S-Bahn weniger gefährlich als in einem Restaurant? Das ist halt widersinnig. Aber genauso kann man eben die Absurdität auch aufzeigen, wenn man Restaurants mit Kantinen vergleicht. Also das Restaurant, das darf eben nicht aufmachen.
die Kantine darf aufmachen. Das sind Dinge, die verstehen die Menschen nicht, zu Recht verstehen sie nicht. Ich verstehe es auch nicht, das ist für mich widersinnig. Und das wird vor Gerichten auch keinen Bestand haben. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich politisch alle Möglichkeiten prüfen, im Rahmen eines Organstreitverfahrens eben auch das Gesetz anzugreifen. Und ich denke, das wird Erfolg haben auf einer der beiden Ebenen. Ich möchte eine Sache hinzufügen. Ja, das Justizsystem funktioniert in Deutschland. Wir haben wirklich auf vielen Ebenen unabhängige Gerichte und da wird auch Recht gesprochen. Aber zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wir haben uns viel zu oft daran gewöhnt, dass politische Entscheidungen, die verschoben werden zum Verfassungsgericht, ja, zum Bundesverfassungsgericht. Das ist nicht gesund. Das sind politische Entscheidungen. Wir müssen die hier politisch entscheiden. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu. Das Bundesverfassungsgericht hat eben deswegen in den letzten Jahren so eine große politische Bedeutung bekommen, dass jetzt mittlerweile der Präsident des Bundesverfassungsgerichts jemand ist, an dessen Unabhängigkeit es große Zweifel gibt. Das ist ein ehemaliger Anwalt. Das ist jemand, der Großkonzerne in der Anwaltskanzlei vertreten hat. Das ist ein CDU-Politiker. Das alles war auch Gegenstand von großen Disputen im Vorfeld seiner Ernennung. Und ich kann nur jedem Zuschauer empfehlen, das zu googeln. Dazu gab es einen wunderbaren Artikel im Handelsblatt, der das alles auflistet, was es da alles für Ungereimtheiten gab, was für einen politischen Druck von Merkel es gab, dass eben diese Person diesem Bundesverfassungsgericht vorsitzt. Und deswegen würde ich da keine großen Hoffnungen haben, dass gerade bei diesen schwergewichtigen Sachen dann etwas entschieden wird, was gegen die Regierung geht. Dazu passt auch ein Urteil von der letzten Woche. Auch Bundesverfassungsgericht, da hat eine Restaurantbesitzerin geklagt, ein Verfahren wegen den Lockdown-Beschränkungen und die hat verloren. Passt da vielleicht ins Bild. Noch eine Ergänzung zum besagten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Der war ja nicht irgendein CDU-Politiker. Der war noch zu unserer Zeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Also nicht irgendein Hinterbänkler. Das war einer, der hatte Führungsverantwortung. Und der sitzt nun ganz vorne beim Bundesverfassungsgericht. Und wenn die Große Koalition heute ein Gesetz beschließt, über das morgen ein Richter urteilen muss, der vorher noch zu dieser Koalition in derselben Legislaturperiode gehört hat, ganz ehrlich, da habe ich sehr, sehr große Bauchschmerzen. Und da würde ich auch nicht mehr so weit gehen und sagen, dass das Bundesverfassungsgericht völlig unabhängig ist. Also um das zu verdeutlichen, sage ich immer, stellen Sie sich vor, das würde in Russland passieren. Ja? Da würde es einen Aufschrei geben. Putin würde jemanden aus der Duma nehmen, einen von seinen Leuten, einen führenden Politiker seiner Partei, und er würde ihn zum Chef des Bundesverfassungsgerichts ernennen. Ja? Was hier los wäre, da wären Sondersendungen bei ARD und ZDF laufen über Demokratiedefizite und Diktator Putin und wie er da die ganze Macht gleichschaltet und die Justiz ausschaltet und so weiter. Ja? Und hier geht das so. Es gibt ja auch schon durch. Hier wird das bejubelt. Oder noch schlimmer, hier wird das auch noch bejubelt. Ja? Ja, als ans Verfassungsgericht gewählt wurde im Bundestag, da wurde groß gejubelt. Hat Schäuble eine Rede noch gehalten? Ich erinnere mich dunkel. Dass der verabschiedet wurde. Die wussten schon, warum sie sich freuen. Dass die CDU jubelt, das ist logisch und das ist auch legitim. Das sind alles seine Parteifreunde. Aber dass die Medien, die eigentlich unabhängig und kritisch sein müssten, dass die das nicht hinterfragen, das ist eigentlich unser Problem. Wir haben ein Medienproblem in diesem Land. Massives. Ich erlebe die Mainstream-Medien eben auch in der Rolle, die Opposition zu kritisieren, statt das zu tun, was in einer Mediendemokratie eigentlich deren Aufgabe wäre, nämlich das Regierungshandeln zu hinterfragen. Aber was ich erlebe, ist eben Regierungsrechtfertigung. Und über den Staatsfunk müssen wir gar nicht sprechen. Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Aber wenn ich selbst freie Presseprodukte lese, dann habe ich das Gefühl, da arbeiten inzwischen überall Regierungssprecher. Das ist sehr schön formuliert, nämlich Medien, die sollen die Wachhunde der Demokratie sein. Das heißt, sie sollen immer schauen, was machen die Mächtigen, was machen die Regierenden.
Wen sollen Sie auf die Finger klopfen? Und wir erleben genau das Gegenteil, so wie René das gesagt hat. Das ist immer eine Rechtfertigung und Belobigung des Regierungshandels. Da vergeben Sie sich auch noch Preise. Zur Journalistin des Jahres 2016 wurde wer gewählt? Anja Reschke, ja, Chefredakteurin bei Panorama. Also durchaus, sie hätte durchaus die Möglichkeit, wirklich investigativen Journalismus zu machen. Die hat dafür Geld, Ressourcen, Leute, ja, das richtige Format. Wofür hat sie den Preis bekommen? Für einen Kommentar, also für eine Meinung. Und was für ein Das Kommentar? ging Für uns vielleicht nicht ein an, ne? besonders regierungskritisches Kommentar? Nein, sie hat mitten in der Asylkrise gesagt, was die Angela Merkel da mit den Migranten macht, das ist genau richtig. Ja, dafür bekommt man in der Bundesrepublik Deutschland 2016 wird man zum Journalisten des Jahres gewählt. Ja. Das ist völlig absurd, völlig absurd. Nochmal kurz zurück, oder wir sind ja immer noch beim Bevölkerungsschutzgesetz und kommen davon heute auch nicht mehr weg, glaube ich. Was schlägt die AfD vor, ist eine Frage, um dem zu erwartenden Anstieg der Arbeitslosenzahlen entgegenzuwirken, die ja jetzt mit dem zweiten Lockdown nochmal verschärfen werden wahrscheinlich. Genau, also man muss ja erstmal festhalten, dass schon durch den ersten Lockdown, der im März vollzogen wurde, von der Bundesregierung und auch eben von den Länderregierungen umgesetzt wurde, dass das zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt hat. Es gab einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 24 bis 30%, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet. In absoluten Zahlen ausgedrückt reden wir von über 600.000 Menschen, die direkt ihren Job verloren haben und von, auch das variiert, je nach Quelle von 4 bis 5 Millionen, die in Kurzarbeit gehen mussten. So, und das trifft, wir wissen ja, bestimmte Branchen, in denen man nicht gut bezahlt wird. Das Gastronomiegewerbe, das ist eine Branche, da wird man nun mal nicht gut bezahlt. Genauso wie das Tourismusgewerbe beispielsweise. Die Menschen, die also vorher schon gestraft waren mit einem Dasein im Niedriglohnsektor, kriegen jetzt noch einen obendrauf durch diese Maßnahmen. Durch den zweiten Lockdown werden wir erleben, weil er eben insbesondere die Gastronomie trifft, dass diese Zahlen noch weiter ansteigen werden. Und wenn jetzt die Frage gestellt wird, was wir als AfD gegen den Anstieg der Arbeitslosigkeit tun können, dann müssen wir offen und ehrlich sagen, unsere Rolle ist die Rolle der Opposition. Wir haben nicht die Mehrheiten, den Lockdown abzuwenden. Wir können darauf hinweisen und wir weisen darauf hin, dass der Lockdown die falsche Reaktion ist auf das, was gerade passiert. Dass es vielmehr Sinn und Aufgabe der Politik sein müsste, Risikogruppen zu schützen, aber die Gesellschaft am Laufen zu halten. Als Opposition weisen wir darauf hin. Wir schminken in gewisser Weise die Regierung ab, während die Vorstellung noch läuft. Ja, das hat Chirac mal geprägt, den Spruch, und das trifft es auch ganz gut. Und wir setzen natürlich Impulse dahingehend, dass wir Vorschläge machen, wie man zumindest die Situation für die nun arbeitslos gewordenen zukünftig verbessern kann. Wir haben beispielsweise im Parlament vor wenigen Wochen gefordert, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auszusetzen, weil es doch nicht sein kann, dass während hier Hunderttausende ihren Job verloren haben, zusätzlich ausländische Fachkräfte angeworben werden, die auch noch bereit sind, denselben Job zu machen in der Gastronomie, in der Tourismuswirtschaft für 1000 bis 1500 Euro weniger im Monat. Diesen Wettbewerb wird ein Deutscher nicht gewinnen. Und da sagen wir, dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss ausgesetzt werden. Das ist ein Impuls, den wir gesetzt haben, wo wir vielleicht auch die Regierung bewegen, mittelfristig umzusteuern, wenn die nächsten Monatszahlen im Dezember zeigen, dass die Arbeitslosigkeit wieder um ein paar Prozent gestiegen ist. Also, wir haben hier ganz klar die zwei Punkte, die René gesagt hat. Einmal, wir waren ganz klar gegen diese Maßnahmen, die Gastronomie, die diesen Dienstleistungssektor komplett kaputt machen. Das zweite ist, wir sind auch dagegen, dass hier auch noch zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen, in so einer schwierigen Lage. Aber ich möchte auch noch auf einen weiteren Punkt kommen. Es wird hier jetzt gesagt, dass wegen Corona auch Arbeitsplätze in anderen Bereichen wegbrechen, zum Beispiel Automobilindustrie. Und das ist bei uns, das sind 400.000 Arbeitsplätze, die da kaputt gehen. Und das ist nur eine Lüge der Regierung, dass sie das auf Corona schiebt. Denn wir haben dokumentierte Aussagen von Regierungspolitikern schon vor der Corona-Krise. Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister, hat das gesagt, jeder zweite Arbeitsplatz in der Automobilindustrie wird wegbrechen wegen des Umstiegs auf die Elektromobilität. Und das muss man sich vor Augen halten.
durch eine ideologische, politische Entscheidung völlig künstlich in den Markt, eigentlich am Marktbedarf vorbei, ein Umstieg in der Technologie, wird jeder zweite Arbeitsplatz in einer der wichtigsten Industrien, die wir in Deutschland haben, vernichtet. Und das haben die entschieden, das hat die Regierung entschieden. So, und jetzt versucht sie das zu kaschieren. Wir bekommen auch makroökonomisch, die ganze Weltwirtschaft kommt jetzt in eine rezessive Phase. Das kommt noch hinzu, da kann kein Politiker was daran ändern. Ja? Also das alles zusammengezählt, wir kommen in eine massive Krise und die werden nachher sagen, ja, das ist alles wegen Corona. Und davor habe ich auch ganz, ganz große Bedenken, weil dadurch auch das politische Versagen aus der Zeit vor Corona kaschiert werden soll. Dass die EU, also dass es auch von der EU kommt oder vor allem von der EU, sieht man auch in der Schlagzeile von heute. Jetzt soll in der EU verabschiedet werden eine neue Abgasnorm, die Euronorm 7. Mhm, genau. Und die ist so stark gefasst oder so schwer umzusetzen für TÜV und DEKRA, also von den Prüfvoraussetzungen her, dass sie das gar nicht können. Und das bedeutet, im Umkehrschluss wird es so verabschiedet, wie es jetzt vorgeschlagen ist, sind ab 2025 keine Zulassungen mehr von Benzin und Diesel möglich. Ja. Das heißt, da wird der Autoindustrie wird da einen Todesstoß versetzt. Und zwar ganz absichtlich und gar nicht drumherum, sondern wirklich ganz klar. Naja, wenn ich das ergänzen darf, selbst unter dem Umweltschutzaspekt wäre das komplett unnötig. Dieser ganze Umstieg auf die Elektromobilität wäre unnötig, weil alleine schon unter der Euro Schutz ist, unter der 6er Norm, ja, ja. Sind die Abgase so sauber. Bei manchen Automodellen ist die Luft, die hinten rauskommt, sogar sauberer als die vorne, die da eingesaugt wird. Das heißt, alleine wenn man das bei dieser Norm belassen hätte und 3 bis 5 Jahre gewartet hätte, bis die alten Fahrzeuge aus dem Markt verschwinden und auf den Straßen neue Autos fahren, dann wäre die Luft sauber. Man bräuchte gar nicht diesen Umstieg auf die Elektroautos. Ja? Also die modernen, gerade die modernen Diesel, die sind so sauber, da hätten wir einfach mal 5 Jahre warten müssen, da wäre die Sache erledigt. Ja, bleiben wir noch kurz in der EU. Da gibt es ja auch aktuell die Nachricht, dass Ungarn und Polen die Wiederaufbauhilfe torpedieren, die ja quasi Merkel und Macron ins Leben gerufen haben in Sachen Corona. Was bedeutet das für dieses Vorhaben? Erstmal torpedieren sie ja nicht die Wiederaufbauhilfe. Das fängt ja schon an mit dem Framing. Also, dass man das Gefühl haben muss, es gab hier einen schweren Krieg in der Europäischen Union und jetzt müsse man wieder aufbauen und deswegen müsse man dem Steuergelder auch noch den letzten Cent aus der Tasche ziehen. Nein, es geht hier schlichtweg darum, dass die Europäische Union sich zunehmend selbst ermächtigt und sich ausstattet mit Ressourcen, unter anderem mit dem Geld der Steuerzahler, der nationalen Mitgliedstaaten. Und zu Recht sagen Polen und Ungarn da, dass sie nicht mitmachen. Man muss ihnen dankbar sein. Also ich spreche jedem Polen und jedem Ungarn, der zuhört, jetzt den Dank aus dafür, dass man Nein sagt zu dem Irrsinn. Denn was bedeutet das auch für den deutschen Steuerzahler? Wir überweisen 3-stellige Milliardenbeträge an die Europäische Union, die dann irgendwo verteilt werden. Meist gehen sie dann nach Spanien und Italien, wo beispielsweise in Italien jetzt Steuersenkungen im Gespräch sind. Was bekommen wir zurück von diesen 3-stelligen Milliardenbeträgen? 2-stellige Milliardenbeträge. Also ein Irrsinn. Das ist ein Negativgeschäft, das am Ende auch von der Wirksamkeit der Maßnahmen, die ergriffen werden, höchst umstritten ist. Ich will mal ein kleines Beispiel geben. Seit Jahren schon finanzieren wir mit unseren Steuermitteln über die Europäische Union Beschäftigungsinitiative für Jugendliche in südeuropäischen Staaten, unter anderem Spanien. Und da gibt es einen Evaluationsbericht, den kann jeder im Internet finden vom Europäischen Rechnungshof. Und der hat sich die Umsetzung dieses Programms in Spanien mal angeschaut. Der hat moniert, dass es nicht mal eine Behörde gibt. Also das Geld war irgendwie weg, aber es gab gar keine Behörde, die zuständig war. Und dann hat man versucht herauszufinden, wie viele arbeitslose jugendliche Spanier in den Arbeitsmarkt integriert wurden in diesen 2 Jahren, die ungefähr 300 Millionen Euro gekostet haben. 57 Personen. 300 Millionen Euro und 57 Personen in den Arbeitsmarkt integriert. Wir zahlen rund ein Viertel dieser Kosten. Insgesamt ist dieses Volumen dieser Beschäftigungsinitiative liegt bei 8 Milliarden Euro. Und da sagen wir als AfD-Fraktion ganz klar, jeder Cent der deutschen Steuerzahler muss investiert werden, um hier Menschen in Arbeit zu bringen, nicht in Spanien. Es gibt das Subsidiaritätsprinzip. Die Spanier müssen ihre Arbeitsmarktprobleme selber lösen, genauso wie die Italiener, die Ungarn, die Polen, Rumänen, wer auch immer. Wir lösen unsere Probleme. Das ist für mich
nicht nur Subsidiarität, gelebte Subsidiarität, das ist für mich auch Solidarität. Ich würde noch zu dem ersten Punkt gerne an den ersten Punkt anknüpfen. Du hast gesagt, die EU maßt sich an immer mehr Kompetenzen. Du hast den finanziellen Bereich sehr gut beleuchtet. Ich möchte noch einen zweiten Bereich beleuchten. Die EU versucht sich auch in die immer mehr in die inneren Angelegenheiten der Länder einzumischen. Die führt Rechtsstaatlichkeits Verfahren gegen Ungarn und gegen Polen, eine totale Anmaßung, dass man versucht, zwei absolut demokratische Länder zu maßregeln, zwei auch Ministerpräsidenten, die mit Mehrheiten gewählt wurden, von denen kann Merkel noch träumen. Ja? Die hat die Hälfte der Zustimmung, die Orbán in Ungarn hat oder die PiS in Polen. Ja? Also, und gerade in einer Woche, in der hier im Deutschen Bundestag die Abschaffung von wirklich elementarsten grundgesetzlich geschützten Rechten im Schweinsgalopp durchgepeitscht werden soll, ja, mit einem Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts, der aus der Partei von Merkel kommt und und. Also, dass wir uns überhaupt anmaßen, andere Länder zu kritisieren, ja, das führt dann dazu, dass Länder diese EU verlassen wollen. Das war mit maßgeblichen Grund für den Brexit. Weil die Engländer, ja, die waren auch unzufrieden mit der Migrationspolitik, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, dann war der zweitwichtigste Grund, dass sie gesagt haben, wir möchten nicht aus Brüssel regiert Genau. werden. Wir wollen nicht die ganzen Gerichtsurteile des EuGH akzeptieren müssen. Die waren alle gegen uns. Und wir möchten nicht, dass über unsere Köpfe hinweg irgendwo in Brüssel entschieden wird, was wir zu tun haben. Und wenn das so weitergeht, dann werden irgendwann auch die Ungarn und die Polen rausgehen. Bleiben wir kurz in Italien noch. Gehen nochmal zurück zu Italien besser. Da gibt es eine Frage zu den Schlepper-NGOs, wie es da im Moment aussieht. Also wie ist da die Einwanderung im Moment und wie sieht es mit den Schlepperschiffen aus? Ja, da hat es sehr große Erfolge gegeben. Die italienischen Behörden, aber auch die griechischen Behörden haben in den letzten Jahren einige Schiffe beschlagnahmt, Prozesse geführt gegen diese illegalen Menschenschlepper. Das muss man sagen. Also die haben diese Menschenschlepperei unterbunden. Es führte dazu, dass sich jetzt zeigt, wer wirklich dahinter steckt. Alle diese Schiffe, die früher panamesische, niederländische und andere Flaggen hatten, die sind jetzt unter deutscher Flagge. Die wurden von Deutschland beflaggt, das muss man sich vorstellen. Und es läuft jetzt eine wahnsinnige Materialschlacht. Man muss das sehen. Diese meistens aus Deutschland finanzierten NGOs führen mit massivem Aufwand einen medialen und auch einen juristischen Krieg. Ich persönlich, unsere Fraktion, unsere Bundespartei, wir alle wurden überhäuft mit Klagen von diesen Vereinen. Selbst Menschen auf Lesbos, die mit Reportern gesprochen haben, wurden von diesen Anwälten behelligt. Ja, man versucht, jeden zu verbieten, dass er sagt, dass es Menschen Schlepper sind. Ja, und ist das absolut offensichtlich. Ja, wenn man 10, 12 Kilometer von der afrikanischen Küste jemanden aus dem Wasser fischt und sagt, ja, ich möchte sein Leben retten, okay, das ist alles in Ordnung, dann bringt man ihn in den nächstgelegenen Hafen. Das ist auch Absolut. die offizielle rechtliche Definition von Seenotrettung, ja, der nächstgelegene Hafen. Das heißt, man müsste ihn 10, 12 Kilometer zurück nach Afrika bringen. Aber in dem Moment, wo man umkehrt und dann 400 Kilometer in die andere Richtung fährt, das ist Menschenschlepper, das ist Schlepperei, nichts anderes. Und deswegen sind die Behörden in Griechenland und in Italien so dahinter, haben das alles verhindert. Und jetzt müssen wir schauen, dass hier auch die deutsche Politik endlich handelt, dass diesen Vereinen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Und das auch ermittelt wird. Wir haben als Fraktion, ich habe es ja initiiert, innerhalb einer Stunde haben es über 42 Kollegen unterzeichnet. Wir haben die Strafanträge gestellt gegen alle sieben deutsche NGOs, die dieses Geschäft betreiben. Das war schon vor 2 Jahren. Kein Staatsanwalt wollte ermitteln. Also jetzt wäre der Zeitpunkt,
da, das endlich zu tun. Jetzt sind die Beweise da von den italienischen, von den griechischen Behörden. Jetzt könnte man auch in Deutschland endlich klaren Tisch machen. Fehlt nur der Wille. Ja, der politische Wille fehlt, ja, natürlich. Vor allem in Berlin, nicht rot-rot-grün. Also das ist, hier sieht man das ja, wie die Geldflüsse sind, wie die politische Unterstützung ist, natürlich. Ja. Dazu passt noch eine weitere Frage zu dem Thema. Und nochmal der Hinweis, gerne auch Fragen in die Kommentare stellen oder im Kommentarbereich stellen an uns. Wie wollen Sie einer weiteren Einwanderung in unsere Sozialsysteme entgegenwirken? Ja, auch da, setzt immer das Ob voraus, ob man nämlich überhaupt in der Lage ist, mit den Mehrheiten, die man hat, das zu erreichen. Da sind wir natürlich momentan weit entfernt von. Wir haben nicht die Mehrheiten, die große Koalition hat. Wir arbeiten aber daran. In den Bundesländern sieht es schon etwas besser aus, also insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Wenn diese Mehrheiten vorausgesetzt, werden wir, denke ich, in den politischen Krieg ziehen mit der Administration in Brüssel. Denn einer der größten Verursacher von Migrationsbewegungen ist die Europäische Union. Und da rede ich gar nicht von der Migration von Drittstaatsangehörigen, sondern von der EU-Binnenmigration. Wir wissen aus den Nachrichten, zu Weihnachten hatten wir im letzten Jahr die Debatte um die mies bezahlten Paketboten, die wenige 100 Euro verdienen, den Rest aufstocken mit Sozialleistungen. Wir hatten jetzt zu Beginn der Corona-Krise die Erfahrung machen müssen mit niedrig bezahlten Rumänen und Bulgaren in der Fleischbranche. Auch die, für die rechnet sich das nur, wenn sie ihren mickrigen Lohn aufstocken mit Sozialleistungen. Das ist der Rahmen, den die Europäische Union mit ihrer Freizügigkeit geschaffen hat. Wir müssen die Freizügigkeit auf den Prüfstand stellen und sie so ausgestalten, dass Sozialwanderung in unsere Systeme nicht mehr möglich ist. Das ist das, was wir innerhalb Europas angehen müssen. Die Briten haben das auf ihre Art und Weise gelöst mit dem Brexit. Migration aus Polen nach Großbritannien, das daraus resultierende Lohndumping war einer der maßgeblichen Gründe für den Brexit. Wenn wir das Freizügigkeitsproblem gelöst haben, wo ich persönlich ganz klar sage, das Ziel muss sein, dass die Zahl der Ausländer in unserem Hartz-IV-System auf null reduziert wird. Das mag jetzt erstmal ist mal hart klingen, aber ich bin der Meinung, dass das, was wir jetzt erleben, dass nämlich 40% der Hartz-IV-Empfänger Ausländer sind, das ist auf Dauer nicht finanzierbar, es ist auch nicht vermittelbar und ich persönlich bin auch überhaupt nicht bereit, auch nur einen Steuercent auszugeben an Sozialleistungen. Da sage ich doch, die europäische Freizügigkeit ist auch keine Einbahnstraße. Wenn jemand Sozialleistungen beantragen möchte, dann kann er das doch gerne in seinem Heimatland tun. Warum wird uns das aufgebürdet? Und das sind eben. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Rumänen hier Sozialleistungen beziehen sollten aus Sozialkassen, wo sie überhaupt keinen Cent eingezahlt haben. Genau, sie können immer noch Sozialleistungen in Rumänien beziehen. Ja, das ist immer noch deren Heimatland oder Bulgaren. Ja, richtig. Und ein Nachsatz noch: Dann haben wir natürlich noch die Migration aus Drittstaaten, wo wir ganz klar sagen, wir werden nicht die Welt retten. Wir werden die Weltmigrationsprobleme auch nicht lösen. Wir unterstützen die UNHCR beim Aufbau und beim Betreiben menschenwürdiger Unterkünfte und sicherer Häfen im heimatnahen Bereich. Das ja. Und wir, das haben wir auch in unserer Programmatik so stehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben die Fachkräfteeinwanderung. Aber da ist es uns eben wichtig, dass wir bei der Auswahl der wirklichen Fachkräfte eben solche Personen für uns gewinnen, die einen Mehrwert haben für unsere Gesellschaft, für unsere Ökonomie und nicht hierher kommen, um Sozialleistungen zu beziehen. Mhm. So, das wäre mal zusammengefasst der Mix, mit dem wir die Sozialwanderung in unsere Systeme unterbinden würden, hätten wir die parlamentarischen Mehrheiten dazu. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil uns da immer Ausländerfeindlichkeit unterschoben wird. Mhm. Dabei hat unsere Position überhaupt nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Hier geht es ganz klar darum, dass wir hier eine deutsche Partei sind, die im Deutschen Bundestag ist, die für die Deutschen da ist. Wir sind immer noch ein souveränes Land, ja? Und wir sagen, Leistung muss sich wieder lohnen. Erstens müssen Menschen versorgt werden, die hier in Deutschland als Deutsche leben, die diesen Staat tragen, die hier gearbeitet haben, die in die Sozialsysteme eingezahlt haben. Die Sozialsysteme sind dafür da, um Menschen aufzufangen in vorübergehender Not.
Das Ziel muss immer sein, dass jeder für sich selbst sorgen kann. Ja? Und du hast gesagt, wir müssen erstmal die entsprechenden Mehrheiten haben. Ich möchte dazu nur sagen, Sie müssen nur richtig wählen, dann geht es schnell. Und ein wunderschönes Beispiel ist Österreich. Man hat das gesehen, wie schnell eine Regierung mit Beteiligung der FPÖ, wie schnell da die Veränderungen gemacht wurden. Und die FPÖ hat auch nichts anderes gesagt, als wir möchten für die Österreicher da sein und vor allem für die arbeitenden Menschen da sein. Das ist der Unterschied zwischen den bürgerlichen Parteien wie uns und den linken Parteien. Die linken Parteien wollen nur umverteilen, die wollen den anderen möglichst viel wegnehmen und dann umverteilen. Und wir, die bürgerlichen Parteien, sind dafür da für die arbeitende Bevölkerung. Ja, das ist genau der Unterschied. Und da natürlich auch der Schutz vor Zuwanderung, vor allem in die Sozialsysteme, wo es nicht darum geht, Ausländer oder nicht Ausländer, es geht um die soziale Ungerechtigkeit. Es geht einfach darum, dass dann Leute Leistungen beziehen, die dazu überhaupt nicht berechtigt sind, wo sie überhaupt keinen Cent in diese Sozialkassen eingezahlt haben. Das ist alles. Dazu passt eigentlich das nächste Thema. Deutsche Partei für Deutschland, Österreichische Partei für Österreich, Trump für Amerika. Das ist ja im Moment, ich würde nicht sagen offen, aber da gibt es ja immer noch Widersprüche bei der Wahl. Wie sehen wir das? Haben wir Soll ich ganz viele anfangen? Fragen. Ja. Ja, ich kann ja gerne das fortsetzen. Was sich zeigt, ist, dass Trump und die Republikaner, die sind die Partei der arbeitenden Mittelschicht. Und das ist genauso mit der AfD, das ist genauso mit der FPÖ. Wir sind da für die arbeitende Mittelschicht. Und ich wiederhole das extra, weil diese Mittelschicht von zwei Seiten in Angriff genommen wurde, die ist in der Zange. Das ist ja auch empirisch belegt, auch in den USA. Wer hat dann die Demokraten gewählt? Die machen eine Politik für die Unterschichten und für die Topverdiener, für die Großkonzerne. Ja? Und die Einigung ist, wir rupfen die Mittelschicht. Wir nehmen denen über überhöhte Steuern möglichst viel Geld ab, verteilen das dann an die Unterschicht, an die, die nicht arbeiten. Ja? Und das ist hier die Umverteilung, die auch hier in Deutschland läuft. Und die Großkonzerne holen sich den Profit, weil sie das dann wieder zurückbekommen. Ja, also das ist eine ganz gefährliche globale Entwicklung. Und die Parteien, die für den arbeitenden Amerikaner, das war Trump, da sind, oder den arbeitenden Deutschen, das ist die AfD hier in Deutschland. Da gab es ja auch, anhand der Spenden konnte man das schön nachvollziehen. Also die Spenden fürs Team Trump, das waren eher kleinere Unternehmen und so weiter. Und die Spenden fürs Team Biden, unter anderem, ich glaube, Facebook hat gespendet, Apple hat gespendet, Google hat gespendet und viele, viele Großkonzerne. Von daher passt das zu der Annahme, dass die Politik für die Großverdiener machen. So, jetzt doch nochmal kurz zurück zum Bevölkerungsschutzgesetz. Da haben wir eine Frage von Roland Witztum. Der fragt: Das Berufungsgericht in Lissabon hat eine richtungsweisende Entscheidung gefällt. Es hob eine Quarantäne durchs Gesundheitsamt auf, weil es grundlegende Zweifel an der Zuverlässigkeit von PCR-Corona-Tests hat. Ist es bei uns auch zu erwarten, dass es so ein Urteil mal gibt? Ist die Frage. Also ganz klar, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, werden wir eine Klagewelle erleben, weil unheimlich viele jetzt betroffen sind durch die Grundrechtseinschränkungen und da werden sich viele zur Wehr setzen und da wird es Erfolge geben. Und gerade was diesen PCR-Test angeht, der ja benutzt wird, um die Infektion nachzuweisen, der ist ja nicht nur bei uns umstritten, sondern im Grunde auch in der Fachwelt umstritten, weil eben so getan wird, als könne man sich auf das Ergebnis verlassen. Dabei ist er für diese Form der Diagnostik gar nicht einzusetzen. Und das gibt halt ein enorm großes Risiko, dass der Test eben zu falschen Ergebnissen kommt. Und zwar zu falsch negativen wie falsch positiven Elon Ergebnissen. Musk war köstlich jetzt Ja, letztlich, als genau. das mit Ja, das den ist perfekt. Das kannst Tiertests. du ja mal ausführen. Ich fand es auch witzig, aber erzähl kurz. Naja, das ist ganz einfach. Elon Musk hat sich an einem Tag viermal testen lassen. Zweimal war er positiv, zweimal war er negativ. Ja? Ja. Das ist der PCR-Test. Da kann man einfach eine Münze werfen. Da hat man Genau. auch 50-50 Chance. Genau das ist es. Und da kann man auch noch mal kurz auf das Infektionsschutzgesetz bzw. das Bevölkerungsschutzgesetz eingehen. Da hatte man ja tatsächlich vor,
dass die negativen Testergebnisse nicht mehr weitergemeldet werden sollen, sondern nur noch die positiven Testergebnisse. Aber dadurch hat man überhaupt keine Möglichkeit mehr, das Testergebnis einzuordnen. Also man muss eben das Gefühl gewinnen, bei den Machern des Gesetzentwurfs, dass sie es darauf angelegt haben, auch möglichst viele Wege offen zu lassen, um zu täuschen und zu verschleiern, damit man immer schön gewünschte Ergebnisse produzieren kann, eben ein bestimmtes Infektionsgeschehen, was dann besonders viel Angst erzeugt, so wie es ja auch ein inzwischen veröffentlichtes Strategiepapier des Bundesinnenministeriums zeigt, dass man von Anfang an darauf gesetzt hat, eine Konformität, einen Konformitätsdruck dadurch zu erzeugen, dass man Angstszenarien erzeugt, also Ängste schürt, damit die Menschen ja das machen, was die Bundesregierung möchte. Das ist eine Perversion politischen Handelns. Ist natürlich die Frage, geschieht es bewusst oder sind es Irrtümer? Weil es gibt viele Kommentare, Ja. die wir halt kriegen von Menschen, die halt zum Beispiel angeben, sie waren beim Gesundheitsamt und die Schlange war zu lang, sie sind nach Hause gefahren wieder. 3 Tage später kam das positive Ergebnis. Also sie haben sich vorher angemeldet für den Test, haben den dann aber nicht gemacht. 3 Tage später waren sie positiv. Obwohl sie keinen Test Obwohl gemacht sie noch einen haben. Test gemacht haben, ja. Dann gibt es jetzt Das sind mehr alles Juristentests. Lügen. Ja, Hauptsache mehr von Leuten, positiv. die halt da waren, die ganz getestet wurden. Läuft. Leute, die Ja. Regierung Ja. läuft. Da Ja. muss man Nur nicht mal zum online. Testen gehen, man hat Genau. trotzdem positives Ergebnis. Genau. Jetzt habe ich noch 2 Fragen mit Blick auf die Uhr. Einmal nochmal zu, wir hatten wir noch gar nicht, zu Syrien. Assad hätte letzte Woche gebeten, dass seine Bürger wieder nach Syrien geschickt werden. Warum macht man das nicht? Warum werden Syrer nicht abgeschoben? Außenpolitik ist dein Metier. Genau. Naja, das ist, also Assad, die Regierung Assad macht das nicht zum ersten Mal. Und es ist, und das weiß man hier kaum in Deutschland, das ist nicht nur in Syrien so. Ich war mit Heiko Maas auf einem offiziellen Besuch im Irak. Da hat uns damals die irakische Regierung offiziell, auch irakischer Präsident war dabei, die haben uns offiziell gebeten, haben gesagt, bitte schickt uns die Flüchtlinge zurück. Wir brauchen die hier im Irak wieder für den Wiederaufbau. Und dasselbe ist in Syrien. Der Krieg ist vorbei. Die Menschen werden da benötigt, dass sie wieder ihre Heimat aufbauen. Und die einzigen, die versuchen, da zu helfen, sind auch die Russen, die sagen, ja, lass uns jetzt mal eine internationale Konferenz, machen in Syrien, lass uns dazu aufrufen. Und weil die das finanziell nicht alleine stemmen können, dann sagen sie natürlich, ja, da müssen sich auch westliche Länder beteiligen, Deutschland, Frankreich und so weiter. Die Frage ist ja, warum macht man das nicht hier? Aus zweierlei Gründen. Und ich als politischer Flüchtling, der das selbst alles erlebt hat, muss sagen, der wichtigste Grund in meinen Augen ist, dass das ganze System in Deutschland so aufgebaut ist, dass man hier möglichst viele Migranten in der Obhut der Asylindustrie haben will. Das ist ein wahnsinniges Business. Es sind 50 Milliarden pro Jahr an Steuergeldern, die verteilt werden an irgendwelche Organisationen, nicht? Arbeiterwohlfahrt, die ist mit der SPD verbandelt, katholische Caritas, die ist wieder mit der CDU verbandelt. Und die kriegen alle Geld dafür, dass sie diese Migranten betreuen. Und in deren Interesse ist es, die möglichst lange in der Betreuung zu halten. Und wird man den Teufel tun, zu sagen, okay, Ja. Krieg vorbei, da ist Frieden, oh, die Regierung möchte die Leute zurückhaben, dann schicken wir die zurück. Ja. Ja, da würden die Und ihr Geld es, verdienen. genau. Und es ist nicht nur die Sozialindustrie, die ein Interesse daran hat, sondern es ist beispielsweise auch die Baubranche. Ich meine, es gibt einen Bauboom, einfach weil die Nachfrage steigt, die Mieten steigen. Also es gibt unheimlich viele wirtschaftliche Interessensteilhaber, die profitieren von dieser Entscheidung. Und das darf man eben nicht vergessen bei all der Debatte. Und das erklärt vielleicht auch, warum die Haltung vieler gesellschaftlicher Akteure wie eben der Unternehmer, Unternehmerverbände auch so positiv ist gegenüber dieser Politik. Das, weil man davon profitiert und auf der anderen Seite die, die da kommen und jetzt auf Krampf auch versucht, die man auf Krampf versucht, in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die verdienen nachweislich, und ich rede jetzt von denjenigen, die als Asylbewerber hier bei uns sind oder als anerkannter Flüchtling, im Mittel 1.400 € weniger im Monat für eine Vollzeitstelle. Und das ist ein starker wirtschaftlicher Anreiz als Unternehmer, wenn ich die Möglichkeit habe, gerade in den einfachen Dienstleistungen, nehmen wir mal die Gastronomie als Beispiel oder nehmen wir das Reinigungs- und Sicherheitsgewerbe oder nehmen wir die Paketbranche. In all diesen Bereichen brauche ich keine gut ausgebildeten Fachkräfte, da brauche ich Maulesel, da brauche ich Menschen, die wirklich ackern. Und da kommen Menschen, die sind bereit zu ackern, die sind bereit, diesen Job zu machen für eben diese 1.400 € weniger im Monat. Damit wird aber
der Niedriglohnsektor weiter vergrößert. Und damit werden die Arbeitsmarktchancen für die Deutschen, die den Job vorher hatten oder möglicherweise auf einen solchen Job hoffen, massiv verschlechtert. Hier werden Ausländer gegen Deutsche ausgespielt. Da findet eine Spaltung der Gesellschaft statt, und zwar am untersten Ende der Skala. Und das ist für mich persönlich, ich finde es verachtenswert. Achtenswert ist auch, dass das ja nicht nur für normale Asylbewerber gilt, dieses Abschiebeverbot nach Syrien, sondern auch für Gefährder. Vor 2 Wochen haben wir hier den Stefan Brandner sitzen, der hat die Zahlen wirklich auswendig kannt und der sagte, 700 Gefährder haben wir hier. Es wird aber keiner abgeschoben. Die werden für teuer Geld tagtäglich beobachtet, 24/7, bis auf in Berlin, wenn man es da nicht schafft. Also hier in Berlin laufen die rum, man weiß gar nicht, was die macht, statt sie einfach abzuschieben und festzusetzen. Ja, absolut. Also da läuft einiges schief. Ja, dann haben wir noch eine Frage von der Gabi, Gabita Gabi, von der Gabi. Was glaubt die AfD, wie werden wir 2021 wählen? Gibt es ja viele Vorhaben, unter anderem ist ja die Rede von einer eventuellen Wahlverschiebung. Es ist die Rede davon, Briefwahl zu machen, die ja mit Blick auf die USA vielleicht nicht die beste Wahl ist. Also die Gabi will wissen, wie wird es ausgehen 2021 mit der Bundestagswahl? Ich hole die Glaskugel raus. Das ist schwer zu sagen. Im Grunde wäre es auch nicht seriös, wenn man jetzt sagt, dass wir kriegen da 25% oder 13%, was auch immer. Unser Ziel ist es, mit unserer politischen Programmatik, mit unseren Anträgen und Gesetzentwürfen im Bundestag, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir Politik im Interesse der deutschen Wähler machen, dass sie im Fokus stehen unseres Handelns und dass wir uns da auch nicht beugen lassen für, dass das, was wir vorher sagen, das, was wir ankündigen, auch hinterher machen und nicht umfallen, wie wir es von den Altparteien über viele Jahre so gesehen haben. Das ist das Versprechen, was wir geben. Wir sind da absolut glaubwürdig und das ist, ich denke, ein Anreiz, uns zu wählen. Ja. Die Frage war aber, glaube ich, nicht danach, was wir machen wollen, sondern die Frage war einfach organisatorisch, weil ja im Raum steht, gibt es eine Wahlverschiebung oder wie wird die Bundestagswahl überhaupt aussehen? Gibt es da Briefwahlen? Gibt es da eine Wahlverschiebung? Das wird da Corona Einfluss haben auf uns? Natürlich muss man da wachsam sein und die Versuche sind schon da. Aber mein persönlicher Tipp ist, dass relativ bald, also irgendwann im Frühjahr, dann erklärt wird, oh, wir haben einen Impfstoff. Wenn sich alle impfen lassen, dann ist das jetzt mit Corona vorbei. Dann wird man erklären, ups, diese Wirtschaftskrise, die wir hier jetzt haben und die vielen Entlassungen, die sind jetzt wegen Corona. Aber wir haben es ja schön in den Griff bekommen. Die Regierung hat das Beste gemacht. Und die Wahlen werden schon stattfinden. Wichtig ist, zur Wahl zu gehen. Also dass viele, wir haben immer noch einen sehr großen Block an Nichtwählern, an Menschen, die wirklich jahrelang gesagt haben, das ist alles wie eine Einheitsfront. Ich habe da nichts zu wählen. Da ist keine Alternative, da ist keine Auswahl. Die Alternative ist jetzt da. Und es ist wichtig, dass die Menschen zur Wahl gehen und dass möglichst viele im Wahllokal wählen und nicht per Briefwahl. Gut. Auch hinsichtlich des. Und vor allem auch dann vielleicht nach 18 Uhr dann im Wahllokal bleiben und mal den anderen auf die Finger schauen. Das scheint ja auch in den USA in vielen Bereichen dazu geführt zu haben, dass man eben doch Wahlbetrug aufgedeckt hat. Das ist wichtig, wachsam zu sein. Es ist nicht nur USA. Wir haben Wahlfälschungen in Deutschland, die sind signifikant. Das wurde auch wissenschaftlich alles erwiesen. Es gibt eine sehr gute Studie dazu von der Universität Freiburg. Kann man alles googeln. Und diese Wahlfälschungen waren immer zu Ungunsten der Opposition, meistens zu Ungunsten der AfD. Also diese Sachen passieren, da muss man wachsam sein. Und jeder Bürger ist frei, kann auch im Wahllokal einfach mal den über die Finger schauen. Ich habe es gemacht, die finden das nicht gut, aber so kann man einiges verhindern. Also da ist jeder aufgerufen, das zu tun. Gut, mit der Aufforderung verabschieden wir uns dann auch. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Ich danke den Zuschauern fürs Einschalten. Und nächste Woche sind wir an der gleichen Stelle nochmal da mit Stefan Brandner und Stefan Protschka. Die hatten wir zwar schon mal da vor 2 Wochen, aber da hatten wir ein bisschen Tonprobleme. Deswegen wiederholen wir das. Also da schon mal vormerken, nächste Woche mit Stefan Brandner und Stefan Protschka. Einen schönen Abend wünsche ich.
Genau. Danke an die Zuschauer. Dankeschön. Schönen Abend Ihnen. Schönen Abend. Danke.